I'm going to have fun for the rest of the summer. And then all the way in that distance, that is Mount Jefferson. It's the only dormant volcano in Russia in the Caspian Volcanic Arc. It is 46 miles. Already but I have fun about it. It's just insane that you can see that far. Hallo, 17. oder 18. Juli 2022, immer noch PCT, jetzt seit über 3 Monaten, jeden Tag laufen, essen, schlafen. Bin jetzt hier in Oregon angekommen, richtig schön hinter mir, sieht man das? Ja, hinter mir ist der Mount Hood in Oregon, war gestern in der Timberline Lodge. Da gab es dieses Buffet, das war recht gut, habe mich da aber nur kurz aufgehalten. Ja, und hinter, also von hier aus, hinter dem Mount Hood, da komme ich quasi her. Also ist eine ordentliche Strecke, gestern irgendwie 36 oder 38 Kilometer, was das waren. Heute bin ich auch schon eine Weile unterwegs, also es ist jetzt kurz vor 12, also 5 vor 12 genau. Ja, richtig schön hier gerade, die Sonne scheint, ist angenehm warm, nicht zu warm, also keine Wüstentemperaturen wie am Anfang. Angenehm warm, hatte gestern schon ordentlich Schnee, kurz vorm und hinter dem Mount Hood, da waren etliche Schneefelder noch, über die man ja rüber musste und wo dann nicht ganz klar war, wo führt jetzt der Trail lang. Also
Das war gut. Ich denke, es werden jetzt auch noch weitere Schneefelder kommen. Das ist ja mitten im Sommer, aber trotzdem durch die Höhe und dadurch, dass irgendwie in diesem Jahr und im letzten Jahr dann im Winter hier, also in Oregon und in Washington gerade, in diesem Kaskadengebirge, wo ich jetzt drauf hinlaufe, so viel Schnee gefallen ist, ist der hier in weiten Teilen eben noch nicht geschmolzen. Jo, bin jetzt so gute 30 Meilen ungefähr von Cascade Locks entfernt. Cascade Locks liegt an einem großen Fluss, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Will jetzt keinen Murks erzählen. Nee, fällt mir gerade nicht ein, der Name. Jedenfalls ist dieser Fluss, dieser große Fluss, genau die Grenze von Oregon und Washington. Und da geht es dann auch über die Brücke der Götter morgen dann rüber. Also, dass ich heute noch diese 30 Meilen schaffe, ist ausgeschlossen. Das sind 48 Kilometer, 30 Meilen von jetzt an um 12, das ist rein zeitlich mit nur der menschlichen Kraft mit zwei Beinen nicht zu schaffen. Mit dem Auto 20 Minuten oder 10, keine Ahnung. Aber zu Fuß sind es eben anderthalb Tage. Versuche dann heute so dicht wie es geht an Cascade Locks ranzukommen, damit ich dann morgen ja vielleicht so 10, also maximal 10 Meilen habe, 16 Kilometer oder weniger. Das wäre gut. Dann kann ich da mich umgucken an Cascade Locks. Ich muss noch gucken, wie das mit der Proviantversorgung aussieht. Also wie viel ich da noch im Rucksack habe, wo die nächste Stadt ist. Danach, wo ich dann die nächste Gelegenheit habe, mir was zu essen zu kaufen. Muss ich also ausrechnen, wie viele Tage ich dann da unterwegs bin von Cascade Locks zur nächsten Stadt. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, weil auch diese App, die man hier benutzt, Farout, die ist so in große Teile eingeteilt. Also Südkalifornien, Nordkalifornien, Oregon und Washington. Und ich bin jetzt noch im Oregon-Teil und sehe, also ich müsste da sozusagen den Karten, die Karteninhalte wechseln in der App. Das geht schnell, aber ich habe es noch nicht gemacht und müsste dann gucken, okay, von Cascade Locks, wo ist da die nächste Stadt? Das werde ich vielleicht im Laufe des Tages mal schauen, sodass ich zumindest schon mal schauen kann, wie viele Tage das dann sind, damit ich so überschlagen kann, wie viel Essen ich ja noch brauche und wie viel ich noch im Rucksack habe. Jo, werde jetzt weitestgehend auf Zeros verzichten. Also Zeros, also ein kompletter Tag nichts tun. Da hatte ich jetzt vielleicht insgesamt auf dem Trail, ich würde mal sagen, es waren so 10 bis jetzt. Knapp 10, unter 10, also so viel waren es tatsächlich nicht. Vielleicht hätte ich mir mehr nehmen sollen, so, aber ist jetzt auch egal. Will jetzt auf Zeros verzichten. Also heute 17. Juli. Julo. Das heißt also, mein Plan ist am 13. August am Northern Terminus anzukommen. Hoffentlich lassen es die Schneeverhältnisse zu in diesem Kaskadengebirge, dass ich da gut durchkomme und dann nicht ausgebremst werde. Also ich hatte jetzt mit dieser App, also mit Komoot, die hat mir die Tour irgendwie komplett zerschossen. Ich wollte das hochladen, die Touren. Und hatte eigentlich schon, ist jetzt aber auch schon 3 Wochen her oder so, irgendwie 75 Tage drin in dieser Kollektion bei Komoot.
und war irgendwo, keine Ahnung, wo das war, in der Stadt jedenfalls, mit WLAN, also gute Verbindung, will da die letzten Touren der letzten Tage hochladen, und dann werden mir plötzlich nur noch 28 angezeigt. Nervig, nervig. Und dann ein paar Tage später sagt mir Komoot, oh, sie haben noch keine Touren hochgeladen, also null. Ja, naja, muss ich erstmal schauen, dass ich das irgendwie wieder in die Reihe kriege. Jo, aber mal gucken, denn ist auch eigentlich egal. Also das ist auch so eine Erkenntnis hier auf dem Trail. Dieses, was man so in der Zivilisation macht, in Anführungszeichen. Auch dieser Trend, alles zu vermessen, alles zu tracken. Wie ist mein Schlaf? Wie viele Schritte habe ich am Tag gemacht? Vielleicht noch, wie viele Kalorien, wenn man jetzt noch aufschreibt, was habe ich gegessen? Wie viele Kalorien, Nährwerte, whatever. Alles bis ins kleinste Detail zu vermessen. Ja, kann man machen. Also es gibt ja technische Geräte, die einem das leicht machen relativ, aber das ist hier auf dem Trail eigentlich völlig Banane, also völlig egal. Es geht ja hier darum, dass man sich wohlfühlt, dass man ein schönes Erlebnis hat hier draußen. Das ist kein Wettbewerb, also der einzige Wettbewerb vielleicht mit sich selber, den man so hat. Das ist schon so, da geht es um den Willen, irgendwie jeden Morgen aufzustehen. In der Gewissheit dann, okay, wie gestern, wie vorgestern, wie vorvorgestern, wie letzte Woche, wie letzten Monat, wie in dem Monat davor und wie vor 3 Monaten. Laufen, laufen, laufen. Man kann sich das echt nicht vorstellen. Also ich konnte mir das oder hätte mir das nicht vorstellen können vorher oder habe mir das auch nicht so vorstellen können, wie das dann genau ist, was das genau mit einem macht, wenn man hier auf dem Trail ist. Bei mir wären es jetzt 4 Monate, wenn ich durchkomme oder wenn ich durch bin mit dem PCT hier 4 Monate oder über 4 Monate auf dem PCT. Das ist einfach wie sich jetzt in dem Moment vorzustellen, das Universum ist unendlich. Das geht nicht. Also, das funktioniert nicht. So ungefähr, so eine Analogie ist das, sich aus der zivilisierten Welt, von der Couch, bei einer Tasse Kaffee, ausgeruht, ausgeschlafen, nicht ausgezehrt, sich dann aus der Situation vorzustellen, oh ja, 4 Monate laufen, essen, schlafen, wie schön muss es sein, den ganzen Tag nur solche Gegenden hier zu sehen. Es ist auch schön, nur das, was da dran hängt, das ist auch auf eine gewisse Weise schön, aber tatsächlich muss ich sagen, das geht echt an die Substanz dann ab einem gewissen Punkt. So ab der Mitte, ab Nordkalifornien so irgendwie, wenn man 2,5 Monate, so ab 2,5 Monaten ging es so bei mir los, wo ich dachte, wow, das geht jetzt echt an die Substanz. Also da musste dann auch mal ein Break her, also war jetzt keine lange Pause. Ich habe vielleicht da 2 Tage oder so war ich unterwegs und war nicht auf dem Trail und damit beschäftigt, irgendwie diese Burn Areas zu skippen und Organisatorisches hinzukriegen und erstmal ausfindig zu machen, wie das läuft. Weil natürlich die irgendwelche Verkehrsbetriebe in den USA ist eh mit Verkehrsbetrieben, das kann man knicken, da ist alles aufs Autofahren ausgelegt, sodass das eh schon ganz, ganz rudimentär nur ist, das Angebot. Und dann auch diese
Gegenden, in denen es letztes Jahr Feuer gab und so, die man dann also umfahren muss. Da werden also keine Verkehrsbetriebe oder die USA oder der Bundesstaat, die werden jetzt nicht für eine Handvoll voll Hiker irgendwie einen extra Shuttle-Service einrichten, damit die da ganz bequem das umfahren können. Im Gegenteil, also das ist nochmal eine besondere organisatorische, logistische Herausforderung, das rauszukriegen, wie kommt man da vorwärts. Aber genau, das ist jetzt erledigt. Ich bin jetzt hier in den letzten 4 Wochen, ja, also 4 Wochen sind es jetzt noch auf dem Trail. Und klar, das also geht auch allen anderen so, die hier auf dem Trail sind. Also jeder musste hier diese Burn Areas umfahren. Also zumindest diese eine große, wo dieses Lion's Head Feuer war. Das war schlicht verboten, da durchzulaufen. Mit $6.000 Strafe belegt. Also ja, das hatten also viele. Und die Erkenntnis ist auch irgendwie, also was ich in den letzten Tagen da so gehört habe von vielen und auch gesehen habe, wie viele so aufgehört haben, so in Nordkalifornien mit dem Trail, ist unglaublich. Also das ist ja eigentlich der eigentliche Ansatz ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. In dem Moment aber, wo man sieht oder wo ich jetzt sehe, ja, ich bin nicht der Einzige, dem das so ein bisschen so ging, dass man so ein Motivationsloch hatte und dass das, also hatte, da kann ich jetzt in der Vergangenheitsform sprechen. Der so ein bisschen zu kämpfen hatte, also das geht jedem so hier auf dem Trail. Und ein großer Teil sagte einfach, komm, was soll das hier? Das kann man von außen echt nicht beurteilen und ja, kann man auch nicht bewerten. Also das kann man auch nicht bewerten. So wirklich, da ist das für jeden eine individuelle Entscheidung, zu sagen, okay, also das respektiere ich auch oder bewerte das auch nicht, dass Menschen sagen, ich hau hier einen Sack und hör auf. Das ist völlig okay. Ja, das dazu. Jetzt komme ich hier in den tiefen, dunklen Wald. Keine Bären in Sicht, leider. Jetzt ist es schon 10 nach 12. Eben war es noch 5 vor 12, jetzt ist 10 nach 12. Mal schauen, wie weit mich die Füße heute tragen. Also das ist die Beinchen und die Füße, die machen gut mit. Das macht Spaß. Ich werde irgendwie so in 2 Stunden gegen 14 Uhr meine Mittagspause einlegen. Hab noch Wasser auf dem Rücken, weiß nicht, ob man das sieht. Da irgendwo müsste hoffentlich so ein Wasserbeutel sein. Da habe ich mir am letzten Fluss Wasser abgefüllt. Das muss ich noch filtern. Mache ich dann bei der Mittagspause. Da gibt es schön medium well done Steak mit gedünsteten Brokkoli. Mache ich mir heute ein paar kleine Kartoffeln, eine leckere Soße dazu, dann Salat mit einem schönen Dressing. Ja, und wieder Creme Brûlée, glaube ich, mache ich mir dann als Nachtisch. Danach einen schönen Espresso. Ja, und dann geht's weiter. Ja, vielleicht gibt es auch nur Kartoffelpüree. Mal gucken. Naja, wie auch immer. Noch knapp, jetzt werden es unter 30 Meilen sein bis Cascade Locks. Hab noch den ganzen Tag vor mir. Bin gut motiviert, so viel wie möglich hier runter zu reißen. Weil so gut ist die Aussicht jetzt auch nicht.
Und das ist auch eine Erkenntnis, das finde ich ganz gut, denn diese Burn Areas, die ich geskippt habe, da wäre ich durch sowas gelaufen, allerdings komplett verbrannt. Also Staub, Asche, tote, verbrannte Bäume, schwarze Bäume, also wie Streichhölzer. Also ich bin ja mit dem Bus da teilweise durchgefahren, ein Stück. Das sieht aus wie Streichhölzer, abgebrannte Streichhölzer, die Bäume da. Ja, nicht so geil. Und auch Nordkalifornien und das Stück Südoregon, was ich da geskippt bin, sieht genau so aus. Ja, also da habe ich jetzt nicht viel verpasst. Das ist ganz, ganz okay. Ja, mal schauen, wie lange das jetzt hier. Also die Gegend hier um den Mount Hood, die war richtig schön. Auch mit dem Schnee und die Aussichten und die Aussichten auf den Mount Hood selber immer, die man immer mal hatte. Also genau das, was da am Anfang dieses Videos zu sehen war, das war richtig schön. Und jetzt geht es hier durch den Wald. Das wird jetzt heute wahrscheinlich sich auch nicht groß ändern. Und auch bis morgen Cascade Locks, das ist alles sehr bewaldet. Da werde ich dann morgen aber einen Burger essen. Eigentlich kann ich keine Burger mehr sehen, aber das ist so, ja das Einzige, was so, was man so essen kann, was es da so gibt. Also Burger und Sandwiches in allen möglichen Ausprägungen. Deswegen freue ich mich auch schon wieder aufs Tresoli, auf einen guten Italiener. Vielleicht auch mal ein Steak essen, so wirklich mal ein Steak essen. Oder auch gute, schöne Hausmannskost. Ich glaube, wenn ich wieder zurück bin, dann mache ich mir erstmal gefüllte Paprikaschoten. Ah, yes. Und Rotwein. Also da freue ich mich auch schon drauf. Also ich hoffe, dass ich nicht zum Alkoholiker werde, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber worauf ich mich auch freue, ist einfach mal gutes Essen und ein Glas guten Rotwein dazu. Ich habe am Anfang vom PCT, habe ich es mal versucht, in ein, zwei Restaurants oder Diners oder keine Ahnung, was das genau war, so ein Zwischending, ein Glas Rotwein zu trinken. Aber das kann man hier nicht. Also ich habe hier keinen Rotwein gefunden, der irgendwie meinen Geschmack getroffen hat. Ja. Und selbst den ich getrunken habe, der war teuer. Also da hat ein Glas irgendwie 9 Dollar gekostet. Also von 9 bis 12 Dollar so. Ein Glas, 0,2. Und der war nicht für mich nicht genießbar so. Also es hat mir nicht geschmeckt, so dass ich das aufgegeben habe, hier Rotwein zu trinken. Ja, daher dann zu Hause einen schönen Primitivo. Oder ein Rioja. Ja, auf dem Balkon sitzen, aufs Wasser gucken, ein Glas Rotwein. Wow, da freue ich mich richtig drauf. Ja. Jo, das soll's, bevor es jetzt hier noch langweiliger wird. Also die Videos hier, die sind ja für mich selber. Aber vielleicht wird die irgendwann auch mal jemand anders sehen. Bevor es jetzt hier noch langweiliger für mich selber wird, mache ich hier mal einen Cut und werde mal den Kamerastick hier wieder umfunktionieren zum Wanderstock und einfach weiterlaufen. Ja, das sind jetzt so 20 Minuten, ja genau, mehr als 20 Minuten sein. Reicht auch. Tschüss.